Wie viel Geld hast du eigentlich auf deinem Konto? Let's go! Bist du privat noch am Zocken? Wünsche ich mir das Scheiße selber, oder wie? Normal! Echt? Ja? Guten Morgen aus Köln, Leute! Wir haben wunderschönes Wetter hier am Start, aber ich fahre erstmal weiter Richtung Hamburg! Denn da ist das große Gameboy-Event. Über 30 YouTuber und Streamer sind damit dabei, aber jetzt habe ich erstmal eine 4-Stunden-Fahrt dahin. Also starten wir mit dem Dinnerstag. Hier sind eure Fragen. Matteo fragt, wie sieht's aus mit Mallorca? Eigentlich möchte ich über das ganze Mallorca-Thema ja erst sprechen, wenn es wirklich fix ist. Ich mag es gar nicht, wenn ich über so einen längeren Zeitraum euch so hinhalte und will euch eigentlich am Ende immer erst dann sagen, wenn wirklich schon alles 100% steht. Aber so ein Hauskauf, der zieht sich halt. Und jetzt gerade kam tatsächlich auch eine Sache, die es nochmal so ein paar Tage verschoben hat. Weil ich will mich überhören. Ist ein Laut hier, wenn die Boden gemalt werden. Also aussehen vielleicht keine 10 von 10, aber Geschmack einfach Bombe, Leute. Und jetzt stelle ich vor, genau so eine Kaffeemaschine auf Mallorca. Da werde ich auf jeden Fall auch eine mit hinnehmen. Denn auch wenn es jetzt gerade so diesen kleinen Dämpfer gab, das ist nur, dass sich ein paar Tage alles verschiebt wegen so spanischen, bürokratischen Sachen. Und jetzt über Ostern wird gerade nicht gearbeitet und deswegen verzögert sich da was. Aber sollte bald hoffentlich geregelt sein und dann könnte ich den eigenen Kaffee im eigenen Haus auf Mallorca trinken. Jetzt aber erstmal zur heutigen Aufgabe. Ab zum Auto. Martin fragt. Wenn ihr jetzt den Audi habt, was ist da mit deinem Wiesmann? Ja, richtige und wichtige Frage. Was ist mit dem Wiesmann? Keine Sorge, der bleibt. Aber gerade für so lange Strecken eben ist es sehr viel nicer, mit meinem neuen e-tron GT zu fahren. Machen wir damit hier, aber auf die Autobahn und auf nach Hamburg. Wie langstreckentauglich ist der e-tron? Ehrliche Antwort, bis jetzt mega. Also ich meine alleine, wie komfortabel das hier drin ist und es ist so ruhig, du hast halt kaum Geräusche. Man braucht halt immer so ein bisschen Glück mit den Ladestationen und ich so als neuer angehender E-Fahrer lerne jetzt so ein bisschen auf was ich achten muss. So, kurzer Ladestopp, Leute, und ich lade nicht irgendwie, sondern schau mal hier, mit 254 oder 255 kW bis zu 270 kann er, das ist so krank schnell, du lädst über 1000 Kilometer pro Stunde damit auf und schaut ihn euch an. Also bei mir ist immer bei einer Autoauswahl ist immer wichtig, dass wenn man eigentlich war es immer so, wenn man von der Tankstelle wieder rauskommt und sich die Autos da anguckt und sich denkt, ja, das was meins, was da steht, ist schon das Coolste hier. So muss ich es immer anfühlen. Jetzt habe ich keine Tankstelle mehr, jetzt habe ich Ladestation. Aber wenn an der Ladestation dein Auto das Coolste ist, und so fühlt es sich auf jeden Fall immer noch an, dann ist auf jeden Fall alles in bester Ordnung. Was nicht in bester Ordnung ist, ist mein Kofferraum. Schaut mal, was hier drin ist. Also mein Koffer für jetzt. Aber ansonsten ist einfach eine Milliarde Süßigkeiten hier. Hier ist auch noch was umgekippt. Und das heißt, naja, mein ganzes Auto riecht jetzt nach diesen Süßigkeiten. Ihr fragt vielleicht, warum habe ich die alle dabei? Naja, längere Geschichte. War nicht so geplant, aber gestern hatte ich einen Dreh mit jemandem, den ihr ganz gut kennt, glaube ich. Ich drehe heute mit Sturmi zusammen. Einen Tag lang darf ich in jedes Restaurant gehen, was ich will. Und er holt mir Essen. Jetzt haben wir noch keinen Nachtisch gehabt. Und was hast du gerade abgeklärt? Ich habe dich jetzt in dein Traumland reingebracht. Gleich geht's durch die Türen von Philipp Hitschler. Ins Süßigkeiten-Wunderland. Und du hast gerade gesagt, ich darf meinen Kofferraum voll machen mit Süßigkeiten. Und das werde ich jetzt auch versuchen. Wir sind angekommen bei Hitschler. Und was darf ich jetzt machen? Ein Speedrun durch unseren Werksverkauf. Wie viel Zeit habe ich? 20 Sekunden. Du darfst vollkommen ausrasten. Wir packen alles rein. Es wird crazy. Ich bin mega gespannt. Alles, was hier ist. Ich darf mir nehmen, was ich will. Ja, auf die Plätze. Fertig. Oh Gott, fuck. Oh. Oh. Eieieiei. Drachenzungen, Drachenzungen. Oh, du hast noch 10 Sekunden, 10 Sekunden. Halbzeit. Oh Gott, guck mal, der ist voll. Der ist voll. 3 Sekunden, 2 Sekunden, 1 Sekunde und stopp. Okay, das ist krass. Es sind... Oh! Alles meins. Also süßigkeitenmäßig ausgestattet. Jetzt bin ich noch bei Freddy hier in der Showküche. Alter, was hast du hier bitte alles am Start? 10 Millionen Lampen. Nicht nur eine Küche, sondern 2, 3, 4, 5. Wie viel willst du kochen? Also hier sind ja noch ein paar Duelle offen. Und wenn wir jetzt umgezogen sind. Excalibur-Schwerter hier. Wenn wir umgezogen sind, kommt noch eine Küche dazu, ne? Er ist einfach Küchenkönig. Einfach dein Küchenstudio ist größer, kein Witz, größer als das ganze UFO jemals war. Das stimmt tatsächlich. Und das muss man sich jetzt mal vorstellen, dass wir zu fünft
mit dem lautesten Menschen Deutschlands und mit Gipswänden da drin waren. Ja, also das ist schon wirklich crazy gewesen. Das ist wirklich eines der größten Fehler, die ich in meiner YouTube-Zeit gemacht habe, das UFO zu früh zu beenden. Also ich verstehe trotzdem, dass ich es gemacht habe. War nicht falsch. Es gab keine richtige Alternative, aber ich hätte es irgendwie gehofft, dass wir es länger irgendwie hätten schaffen können oder nochmal umziehen oder irgendwas. Es war halt wirklich Platz. Es war ja nichts unter uns. Wir verstehen uns ja bis heute auch alle gut oder haben uns dann auch nach Jahren ausgesprochen. So. Wir haben uns jetzt halt ja nicht so gut verstanden oder einfach nicht verstanden, weil wir haben nicht geredet. Ja, genau. Also lag schon an mir. Kann man auch fairerweise dazu sagen. So, also ich habe mich da schon sehr zurückgenommen, aber ist auch alles fein ja wieder. Bin ich auch sehr froh drum, muss ich sagen, weil ich habe Felix schon sehr gemisst. Aber es ist schon crazy, ne? Also ich immer, wenn ich hier so durchgehe mit dir und du bist dann immer so fasziniert, dachte ich mir immer, ich laufe durch dein Büro, wo deine Studios sind, nicht umgekehrt mal. Nee, ich bin jetzt wieder ganz chillig, ich alleine, bin auch super happy, dass meine Videos so, ich filme gerade mit dem Handy, ja? Einfach nur mit dem Handy hier. Aber ohne Kameramann, ohne alles. Und ich finde es auch richtig geil, so, aber ich finde es schon auch geil, dass du hier alles mit so vielen Leuten hast, denn so, ne? Ich bin froh, dass ich diese Verpflichtung nicht habe, aber ich vermisse selbst die Möglichkeiten, die du so hast. Also, es hat beides Vor- und Nachteile. Im Moment, vielleicht kommt die Phase bei mir auch irgendwann wieder, dass ich sowas mache. Im Moment bin ich der Vlogger. Ich glaube, ich war noch nie bei so einem Streamer-Event. Das letzte Mal, dass ich bei sowas in der Art selbst Teilnehmer war, bei Stefan Raab. Das ist ungefähr das Gleiche, oder? Stefan Raab, VOG-WM habe ich gemacht, zweimal die Stocker Crash Challenge, ja, auch einmal gewonnen. Du bist doch gerade mit dem Longboard einmal durch Deutschland gefahren, da wird dir das doch keine Probleme bereiten, mit so einem Karren hier zwei, dreimal um die Ecke zu fahren. Hoffe ich mal, ne? Aber wir sind auch gestürzt auf der Longboard-Tour. Echt? Ja, aber das habe ich schon mal ein bisschen geübt, wie das ist, wenn wir uns drehen und so weiter. Seid ihr eigentlich von Norden nach Süden gefahren, ne? Ja, von Sylt bis Schloss Neuschwanstein, einmal runter. Ja. Hättest du mich mal vorher gefragt? Oh, jetzt geht's los, Leute! Seht schon mit der Kiste, zum ersten Mal geht's los! So, und da ist auch schon, wollte ich das Mr. Lady Auto da nochmal umdrehen. Vom Zarella und da kriege ich im zweiten Anlauf, kriege ich es auch hin. Perfekt, Leute. Also mit der Zeit ging es ein bisschen besser. Jetzt wurde ich nochmal richtig schön gedreht und dann muss man richtig am Lenkrad kurbeln. Ein bisschen gegenlenken, das haben mir die Mechaniker vorher nochmal schön beigebracht. Wir haben einfach verdammt nochmal gewonnen. Ich kann leider keine Fernsehbilder verwenden und mein eigener Dopo war aus. Aber irgendwie haben wir es gepackt. Das waren saugeile Zeiten. Also ich liebe eigentlich sowas. Umso cooler, dass jetzt Streamer zumindest sowas in der Art machen. Aber ja, ich habe bisher mein Team ja schon kennengelernt mit Phoebe und mit Let's Hugo. Manche Leute wie Revi zum Beispiel kenne ich. Aber ich habe mit vielen, selbst mit Papa Platte, habe ich noch nie wirklich was zu tun gehabt. So außer mal so ein bisschen geschrieben. Und jetzt sind eben so 30 YouTuber und Streamer da. Ich hoffe, ich passe da ganz gut rein und werde mich mit allen verstehen. Mal gucken. War schon mal nicht so gut, dass ich hier so ein bisschen spät in Hamburg angekommen bin. Aber ich sage euch, das liegt am Osterverkehr. Ich hatte so viele Staus. Egal, rein da. Sportlereingang, ja? Sportler sind wir jetzt. Ja, das sieht hier auf jeden Fall schon mal nach Event aus. Ich muss mein Team finden halt. Heute kriegen wir so ein Briefing, was alles passiert. Morgen ist eigentlich Event. Oh Gott, ich muss hier einmal hier aus dem Schnitt. Das war so peinlich in der Situation, wie jetzt hier alle klatschen, weil die wissen, Felix kommt zu spät und schaut mir die Gesichter unten, Papa Platte oben am Mar. Und ich kannte die ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Wie die mich angucken, da schaut sich an. Auf der anderen Seite nicht viel besser. Ey, Chef Strobel hinten, Trimax, Marc Eggers gar nicht begeistert. Naja, auf zu meinem Team. Danke dir. Die Zone ist wieder kalt. Dann wird der auch der Timer ab. Ich glaube, bei ungefähr 6 Sekunden kommt dieses Zone. Was passiert im Moment? Papa Platte sagt immer, du existierst nicht. Du bist hier? Der KI. Noch nie. Er hat sich noch nie gesehen. Ihm geschrieben. Aber er denkt, er schreibt mit der KI. Er denkt, du bist eine KI. Hast du alles mitbekommen? Ich habe bis jetzt noch gar nichts mitbekommen. Zu spät auch, ne? Wo ist dein Trikot? Echt viele Regeln. Ja. Wieso Trikot? Ach so. Hast du ein Trikot? Nee. Siehst du? Natürlich hast du eins. Aber guck, das ist ein bisschen gelb. Lisa, du ziehst dich jetzt gleich um, sonst reicht's mir. Ich hab noch nichts bekommen. Umkleide gehst du. Mein Band ist gelb. Okay, cool. Dann ist alles hier lang. Du bist schon da, ne? Ja, genau. Du hast Spajopo. Auch. Weißt du was? Nostrovje. Muss ich Angst haben? Da. Oh, du filmst! Ja. Ganz kurz, Kevin. Es ist hier. Ach du Scheiße, es passiert. Es gibt den Mann. Holy shit, er ist echt! Ja? Ja, was geht? Alles gut? Holy shit, Gänsehaut. Da. Hier. Aha. 99. Du bist die goldene Karte. Ja. Ich habe von allen Spielern die höchste Rating hier. Nice, nice. Na gut, dann einmal rein ins Kit. Höchststrafe jetzt natürlich, dass ich ein Trikot trage, wo ey, Team Revi draufsteht. Wo soll ich hin? Ja, Digga, nimm die Kamera jetzt weg und da rein. Ja, das ist ein kurzes Training. Schon mal sehr viel intensiver als was wir gemacht haben letzte Woche mit Revi. Das Wichtigste ist, wenn du geworfen hast, direkt zurück, ja, ja. Aber nicht aber mit dem Rücken. So, jetzt sehen wir einmal hier den Einlauf für morgen. Hugo, was machst du da oben? Du musst jetzt los, ne? Du machst nur Scheiße. Geh da runter. Let's go. Einmal deine Skills, bitte. Oha, oha, oha.
Hugo, ich mache heute einen Dinnerstag. Eigentlich werden mir da Fragen gestellt, aber statt einer Frage kam einfach rein, Hugo ist eine 10 von 10. Was ist eigentlich bei deinem Foto passiert? Ich hab kein professionelles. Alle haben hier solche Fotos. Schön alles inszeniert. Eins ist zwar auch Jahre alt. Einfach aus dem Stream so ein Screenshot genommen kurz. Ne, das ist ein Insta-Post. Ein Insta? Da hab ich einfach ein Selfie gemacht. Gut. Was will ich hier noch geklaut? Ja, Essen. Viertel vor 9. In der Lobby. Was hast du gerade gefragt? Was Viertel vor 9? Junge, kannst du Uhrzeiten lesen? Weil, Digga, ja, 6:30 kenne ich noch, aber Viertel vor 9. Schlafenszeit, ne? Bei dem, nein. Na ja, wenn ihr noch Süßigkeiten wollt, ne? Ach so? Man soll ja nicht in ein Auto mit vielen Süßigkeiten warum einsteigen, hast, ne? Aber Digga, warum hast du das für den Hintergrund? Junge. Warum hast du sie? Die haben mich geschenkt bekommen. Wie geschickt bekommen? Ja, das würde ich jetzt auch sagen, Digga. Mach die Tür für mich auf. Ich hasse das, Digga. Service hier. Ich mach selber. Mach die Tür auf. Nein. Das ist von Beda. Willst du mitkommen? Willst du mit? Das geht. Na, ist gut. Was guckst du hier so? Was ist das für ein... Wir haben auch Süßigkeiten hier. Oh, dann. Denkst du das mit deinem Wiesmann? Steht zu Hause. Nein. Das ist ein Wiesmann. Okay, tschüssi. Bis gleich. Ich mach zu. Du kommst nicht mal an. Nein. Ich mach zu. Junge, hallo. Schneidest du selber deine Videos? Normal. Junge, wieso bin ich ausgelacht, dass ich meine eigene Videos schneide? Mit was? Mit Final Cut. Final Cut? So, ich kann auch DaVinci und Premiere, ich kann alle. Kennst du Filmora? Wie? Ist das eine App? Nein. Schon ein Programm, aber ist halt so Billo. Ja, der Kamera kann ich bedienen, Digga. Was sagst du zu Hamburg? Du kommst aus Luxemburg. Willst du mal nach Deutschland ziehen? Ja, Hamburg aber nicht. Warum ist das nicht schön hier? Nee, wenn dann Köln. So, Hammer. Doch, hier ist schön. Du machst deinen Streams aus, dass du so einfach. Ich hab keine Ahnung. So. Ich finde es Hammer. Also, hier. Hamburg sieht gut aus. Aber du willst lieber wohin? Nach Köln? Köln, ja. Zu uns? Ja. Sehr schön. Bei jeder alle seid. Boah, das würde mich auch jucken. Da, was hier? Du das hier? Zockst, ja. Ah, okay. Ja, dann machen wir die Frage. Okay, Hugo hat ausgesucht. Einmal screenshotten fürs Video. Dann musst du die Frage jetzt einmal einsprechen. Ja, okay. Also du musst hier genau, sprich ein. Ich nehme nur den Ton davon. Bist du privat noch am Zocken oder ist das auch privat kein Thema mehr? Ich bin privat am Zocken, aber vor allem Racing. Also Rennsimulator fahre ich immer privat. Und sonst? Und sonst? Ich habe seit 12 Jahren nicht mehr Minecraft privat gespielt. Minecraft? Nicht mehr? Nee, was soll ich denn privat da machen? Ich weiß nicht, komm. Spielst du privat Minecraft? Ja, okay, jetzt wo du es sagst, eigentlich nicht. Siehst du so? Man spielt halt genug in den Videos so. Oh mein Gott, wieso rollt da auf einmal so eine, so eine... Ist das alles Obst, was du da reingelegt hast? Ja. Banane, Mandarine. Oha, kennt sich aus. Da sind wir. Einfach ein eigener Dodgeball hier zum Trainieren einmal. Alles in Ordnung. Das ist schon ein lustiger Tag bis jetzt mit allen gewesen. Hat so ein bisschen was von Klassenfahrt-Feeling. Aber gleichzeitig ist ja auch ein Dinnerstag. Das heißt, ich habe noch ein paar Fragen zu beantworten. Wie sieht es dieses Jahr mit der Rennsaison aus? Diesen Monat noch ist das erste Rennen. Aber mehr dazu erkläre ich euch dann im ersten Racing-Video, was jetzt ja schon bald kommt. Wie bist du berühmt geworden? Viel Minecraft spielen und irgendwann alles in die Luft sprengen. Warum kein E-Kennzeichen? Ich habe keine Ahnung. Mein Auto ist ein Elektroauto. Es sollte eigentlich ein E-Kennzeichen haben. Und ich habe das auch so bei der Zulassungsstelle alles angegeben. Es steht auch im Antrag drin. Aber das Kennzeichen hat es am Ende nicht gehabt. Keine Ahnung, was wo wie schief gelaufen ist. Aber ja, vielleicht wird es nochmal geändert. Aber es hat keine großen Nachteile, glaube ich, dass es nicht draufsteht. Was waren deine ersten Gedanken, als du Hugo getroffen hast? Ja, das war ich schon letzte Woche in der Turnhalle mit Revi. Und ja, vom ersten Moment da dachte ich, wow, der Junge ist verplant, aber er ist auch sehr lustig und definitiv sehr sympathisch. Ich mag Hugo. Was macht dir gerade am meisten Freude? Muss gar nicht lange nachdenken. Wenn ich ein Video fertig geschnitten habe, hochlade und dann die ersten Kommentare lese, so. Das ist, glaube ich, das, was mir am meisten Freude bereitet. Werden wieder Alltagsvlogs kommen? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das heute ist eigentlich auch schon so ein bisschen eine Art Alltagsvlog. Also sowas wird dieses Jahr immer wieder kommen. Wie glücklich bist du mit Shani? Sehr, sehr glücklich. Aber leider ist sie jetzt gerade 3 Wochen auf Bali. Die ist heute geflogen. Da vermisse ich sie natürlich, aber ich freue mich halt für sie, dass sie dann eine schöne Zeit hat. Und ganz ehrlich, normalerweise bin ich der, der am allermeisten weg ist. Und in unserer Beziehung ist es halt durch unsere Jobs mehr oder weniger normal, dass wir relativ viel weg sind und uns nicht immer sehen. Und das ist auch okay für uns beide. Also kommen wir ganz gut mit klar. Würdest du sagen, du hattest es damals einfacher als die neue Generation Twitch oder YouTube? Nee, will ich nicht sagen. Ich glaube, das kann man nicht vergleichen. Man kann nicht sagen, das war damals einfacher oder heute ist es einfacher. Bei uns damals gab es ja erstmal gar kein Twitch, es gab nur YouTube und man konnte auch gar kein Geld mit YouTube verdienen. Das heißt, wir haben alle einfach nur als Hobby angefangen damals und das ist einfach eine andere Herangehensweise. Es gab auch viel weniger Zuschauer, aber dafür gab es auch ein kleineres Angebot. Ich glaube, das gleicht sich dann so ein bisschen aus, aber heute ist es halt potenziell sich schwerer durchzusetzen, aber dafür gibt es auch viel mehr Zuschauer und es gibt voll viele Vorbilder. Du kannst jetzt halt gucken, okay, wie hat es ein Ungespielt gemacht, wie hat es ein Papa Platte gemacht und davon halt versuchen zu lernen oder überhaupt so eine
Perspektive zu haben, wo kann es mal hingehen. Sowas hatten wir halt damals alles nicht. Deswegen, ja, man kann es nicht vergleichen. Niemand hat es jetzt irgendwie damals einfacher oder heute einfacher. Es ist einfach ganz anders. Wie ist es wieder, komplett alleine zu arbeiten? Bereust du die Entscheidung? Darüber habe ich mich tatsächlich heute länger mit verschiedenen YouTubern unterhalten, die es auch interessant irgendwie finden, wie ich das denn jetzt so mache. Weil ich damals einer der ersten auf YouTube Deutschland war, der angefangen hat, sich ein Team aufzubauen und seine Videos nicht mehr alleine zu schneiden. Es war damals so, wow, was? Und jetzt habt ihr es im Auto mitbekommen. Schneidest du selber deine Videos? Normal. Heute ist das Gegenteil normal. Es ist jetzt wieder unnormal, dass ich selber meine Videos mache. Und ich weiß noch, 2017, als Philipp bei mir angefangen hat, war es für alle so, wow, was? Der hat einen Cutter und ist nicht nur heimlich, sondern der hat ihn so richtig im Team. Ist schon lustig, wie sich das so gedreht hat, aber nein, ich bereue es gar nicht. Ich liebe es. Also so happy, wie ich gerade mit meinem Leben und insbesondere mit meinem Job mit YouTube bin, war ich in den letzten 5 Jahren definitiv nicht. Also es waren viele coole Sachen, die ich auch mit meinem Team gemacht habe. Und schade, dass man manche Sachen halt alleine nicht umsetzen kann. Aber insgesamt, ganz ehrlich, ich bin so happy, wie es gerade ist. Wie viel Geld hast du eigentlich auf deinem Konto? Gute Frage. Gerade relativ viel, weil ich viele meiner Investments so auflösen musste, um wieder flüssig zu sein, weil ich brauche das Geld ja bald. Und das fließt dann schön ins neue Haus auf Mallorca, wenn alles klappt. Aber ja, grundsätzlich bin ich da recht konservativ unterwegs, habe immer ordentlich Geld auf dem Konto. Als Safety, als Notgroschen, wovon ich sehr, sehr lange leben könnte, und den Rest investiere ich eben, wie ich früher schon mal erzählt habe, in Aktien, ETFs und jetzt mittlerweile auch Immobilien, ne? Mit meiner eigenen Wohnung oder bald auch auf Mallorca. Nur, ich habe keine Lust, Vermieter zu sein. Also sowas wie Revi, so ganz viele Wohnungen, auf gar keinen Fall so, weil das ist einfach nicht meins. Da hätte ich keine Lust drauf. Wie kann man Tickets für den Live-Podcast am 11.05. kaufen? Erstmal, wie kommst du auf den 11.05.? Also noch ist nichts öffentlich und wir planen die Show am 5. Mai. Und es wird auch nicht so viele Tickets geben. Auf jeden Fall werden wir als erstes den Link nur in den Podcast-Shownotes. Vielleicht schon von der nächsten Folge, vielleicht reden wir dann darüber und dann ist der Link in den Shownotes, damit unsere Podcast-Hörer auch die ersten sind, die Tickets kaufen können, weil ich meine, wir machen im Endeffekt einen Live-Podcast. So. Die besten Chancen sollen unsere Podcast-Hörer haben. Also wenn ihr das noch nicht seid, checkt auf jeden Fall den Link in der Beschreibung aus. Da kommt ihr zu unserem Podcast von der Bergmann und mir, gemütlich nachsitzen. Lohnt sich reinzuhören und im Mai machen wir eben mal die Live-Show. Aber noch gibt's die Tickets nicht. Wer hat dich während deiner YouTube-Karriere inspiriert? Gaming-mäßig am Anfang CNanners und PewDiePie und als es dann Richtung Vlogs ging, Fun4Louis war mega damals und dann natürlich Casey Neistat. Lieblingsessen nach dem Sport? Ich liebe so einen frischen Salat nach dem Sport mit so Hähnchenstreifen drin, Erdnüsse noch rein und Honigsenfsoße. Aber was es heute gleich gibt, keine Ahnung. Wir gehen gleich mit 80 Leuten essen. 80 Leuten. Mal gucken, wie das wird. Danke, dass ihr heute Abend alle gekommen seid. Hallo. Cool. Wünsche ich mir, dass ihr euch wirklich sehr, sehr krass reintrinkt. In diesem Sinne. Riesenrestaurant, natürlich lande ich am Tisch mit Revi. Perfekt. Wie geht's dir? Scheiße. Was? Warum ist das scheiße? Was magst du nicht daran? Obst mit Reis. Das ist Fisch oder Garnele. Was hättest du jetzt am liebsten? Burger. Der lacht Felix einfach, weil Felix Heroin abhängig ist. Der findet das witzig. Ey, wie kann das sein? Wie kannst du so schlimm mit so einem Menschen sein? Hey, Felix nimmt schon jahrelang Heroin. Der hat schon keine Zähne mehr, weil die zusammengewachsen sind, weil der immer zwischen den Zähnen gewachsen ist. So, der kriegt ja 10 Jahre keine mehr hoch. Hey, ist doch nicht witzig, Hugo. Alter! Ich bin zurück zu Hause im Hotel. Ey, es ist fast 4 Uhr morgens. Es war ein lustiger Abend. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen vom heutigen Vlog. Und morgen geht's ja noch weiter, ne? In ein paar Stunden müssen wir schon wieder aufstehen. Dann ist erst das eigentliche Game Ball Royale Event. Und dann müssen wir natürlich performen, Leute. Vollgas. Macht's gut. Gute Nacht. Ciao.